Willkommen in unserem Coating Guide. Heute reden wir über Nadelstiche. Nadelstiche werden oft mit Kratern verwechselt, haben aber ganz andere Ursachen. Wenn Gase den Lackfilm verlassen, während dieser aushärtet, bleiben kleine Löcher zurück. Diese nennt man Nadelstiche. Das sehen wir uns jetzt mal genauer unter dem Mikroskop an. Wenn die Ausgasungen aus dem Bauteil kommen, liegt das meist an porösen Materialien. Das ist bei Aluguss und Stahlguss der Fall. Aber auch rostige Bauteile sind ganz besonders tückisch, denn diese weisen nach dem Entrosten eine sehr poröse Oberfläche auf. Ausgasungen aus dem Lackfilm hingegen sind Spaltprodukte aus der Härtungsreaktion. Bei Polyesterpulverlacken kann sich zum Beispiel Wasser abspalten und zu den besagten Nadelstichen führen. Das wiederum beeinträchtigt den Glanzgrad. Was könnt ihr also tun, um die Nadelstiche zu vermeiden? Mein Favorit ist, die Bauteile vorher zu erhitzen. Etwa 20 Grad mehr als Einbrenntemperatur sollten reichen. Danach muss das Bauteil mindestens auf 90 bis 120 Grad abkühlen, damit ihr heiß beschichten könnt. Idealerweise wartet ihr aber, bis das Bauteil wieder Zimmertemperatur hat. Was können wir noch machen? Es gibt auch ausgasungsoptimierte Pulverlacke und Grundierungen, die ihr verwenden könnt. Oder ihr nehmt ein Ausgasungsadditiv und vermischt das mit eurem herkömmlichen Pulverlack. Mit diesen Tipps sollte euer Beschichtungsergebnis noch besser werden. In diesem Sinne, keep on coating!